Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil. Diesmal soll es mal darum gehen, dass ich euch einfach mal zeige, was jetzt passiert ist, weil vielen wird aufgefallen sein, es ist ein Video verschwunden. Hier nochmal ein Hinweis für meinen Discord-Channel, damit man jetzt nicht mehr irgendwie mich per E-Mail kontaktieren muss oder sonst irgendetwas. Einfach damit man eben gucken kann, von wegen, alles klar, hier kann ich Fragen stellen, hier kann ich Bilder reinschicken, hier kann ich auch mal so einfach mal irgendwelche anderen Leute fragen, sofern mal mehr vorhanden sind. Und da hoffe ich, dass wir eine große Community aufbauen. Meine Abonnentenanzahl wird ja auch immer größer. Von daher gesehen besser, wenn man eine Plattform hat, wo man sich einfach mal austauschen kann, fernab von YouTube. Also, und jetzt viel Spaß bei dem Video. Und zwar war das ein Video, welches auch, sage ich jetzt mal, in der Zeit die meisten Aufrufe bekommen hat und auch die meisten positiven Rückmeldungen bekommen hat. Und das hat mich auch ein bisschen sehr geärgert. Und zwar ist das hier das Video X-Emu, Xbox-Emulator, PC-Einstellungen, und so weiter. Also sozusagen das X-Emu alleinstehende Video. So, das wurde jetzt angeblich wegen Verletzung der Community-Richtlinien von YouTube, wurde das angeblich runtergenommen. Ich habe da auch Widerspruch eingelegt. Dieser Widerspruch wurde, wie man hier sieht, auch nochmal zurückgewiesen, weil es angeblich wirklich eine Verletzung gab. Die Verletzung beinhaltet von wegen, dass ich nicht erklären darf oder dass angeblich nicht beschrieben werden darf, warum oder wie man Spiele sozusagen kostenlos zum Laufen kriegt. Wo ich mir so denke, Leute, ich habe die Software nicht geschrieben, die Software ist da. Das Einzige, was ich zeige, ist, es wird wie es auf Deutsch umgestellt wird, mehr nicht. Aber das hat die wohl nicht interessiert. Habe es auch den paar Mal dann nochmal geschrieben, aber es hat einfach nichts genützt. Und entsprechend habe ich jetzt hier einen Verstoß gekriegt, warum auch immer. Also wie man hier auch sehen kann, es ist hier einmal entfernt sozusagen. Es ist nicht mehr aufrufbar, warum auch immer. Wie gesagt, ich finde es einfach Schwachsinn. Ich finde es absoluten Schwachsinn. Ja, was soll man sagen? Es ist halt, wie es ist. Ne? Kann man jetzt nicht mehr ändern. Ich werde jetzt in Zukunft ein bisschen vorsichtiger sein, was ich zeige und wie und warum und überhaupt. Und ich habe mir jetzt aber gesagt, von wegen, ich war tatsächlich im Überlegen, ob ich den Kanal zumache. Ich habe mir jetzt aber am Ende gesagt, von wegen, nee, sehe ich nicht ein. Warum soll ich jetzt meinen Kanal zumachen, wo viele Leute trotzdem noch die ganzen Videos sich angucken, viele auch dankbar dafür sind, dass überhaupt irgendetwas nochmal auf Deutsch erklärt wird oder sonst irgendwie. Und da habe ich mir jetzt gesagt, nö, sehe ich nicht ein. Ich mache jetzt den Kanal nicht zu, ich führe das noch ein bisschen weiter. Das, was mich ein bisschen wundert, ist, dass zwar das X-Emo-Video, das alleinstehende, das wurde gesperrt, aber das Batocera X-Emo-Video, das wurde wiederum nicht gesperrt. Also, für die Leute, die trotzdem eine Erklärung brauchen, wie das mit X-Emo funktioniert. Discord-Channel, schreibt mich an. Im Notfall lade ich das Video irgendwie nochmal anders hoch, zum Verteilen oder sowas über WeTransfer oder keine Ahnung, über meine Cloud oder ähnliches. Dann könnt ihr euch das runterladen. Dann ist das Thema gegessen. Dann kann mich YouTube mal an der Füße fassen. Sage ich ganz offen und ehrlich. Habe ich auch keinen Stress mit. Dann kriegt YouTube eben keine, was weiß ich, wenn es irgendwann mal dazu gekommen wäre. Na, man sieht es ja an der Abonnentenzahl, dass man auch langsam mal in die Richtung kommt, dass man irgendwann vielleicht so bekannt wird, dass man Werbung schalten könnte. Kriegt YouTube dann halt nicht. Pech gehabt. Mir doch egal. Ich bin auch auf deren Geld nicht angewiesen. Das ist mir scheißegal. Davon mal ganz ab, kriege ich sowieso kein Geld. So, entsprechend, ne, das Video fehlt. Wenn ihr das braucht, wie gesagt, Discord einmal anschreiben. Ne, je nachdem, wie viele es werden, gucke ich mal, ob ich das Video da vielleicht irgendwie reinlinke oder sowas. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es halt weg. Ja, wenn YouTube dann der Meinung ist, mir noch weitere Videos sperren zu müssen, obwohl zum Beispiel andere YouTuber, ich habe mich auch bei anderen YouTubern da mal erkundigt, da gibt es einige, die X-Emo auch auf Deutsch und sowas vorstellen oder die einfach zeigen, wie man Emulatoren da macht. Finde ich ein bisschen asozial, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die dürfen dann drin bleiben. Wo ich mir so denke, jo, okay, F... euch. So, entsprechend, ne,
Wenn ihr das braucht, sagt Bescheid. Und wenn dann nochmal ein Video gesperrt wird, dann werde ich wahrscheinlich dann den Kanal schließen, weil dann hat es einfach irgendwo für mich keinen Sinn mehr, weil ich mache mir halt die Mühe, ich setze mich hin, 3 Stunden teilweise, und schneide dann ein Video zurecht oder mache ein Video, informiere mich vorher. Also ne, es ist die reine Arbeit ist zum Beispiel 3 Stunden, die Recherche vorher und so weiter umfasst ja noch mehr Stunden. So, und wenn das dann regelmäßig nur noch gesperrt wird oder verstoßen oder sonst irgendetwas, da habe ich dann irgendwann auch keine Lust mehr, weil da habe ich dann irgendwann gar keine Kraft mehr für. Na, ich mache das ja vorwiegend für euch. Und wenn ihr davon ja auch nichts habt, dann bringt mir das natürlich zweimal nichts. So, in diesem Sinne, ich wünsche euch erstmal einen schönen Feiertag. Der wird ja dann morgen sein. Also heute ist ja dann hier der 7.6. Morgen ist der 8.6. für die Leute, die morgen Feiertag haben. Schönen Feiertag. Und ich werde dann zu nächster Woche auf jeden Fall nochmal 1 oder 2 Videos hochladen, damit ihr da schon mal gespannt sein könnt. Also, das war nur ein kurzes Video. Bis dann und tschüss.